Jo Leute, zurück bei Red Faction und ja, ne? Wir sind nochmal an dieser Stelle hier. Aber dieses Mal machen wir's. Oh, jetzt kommen hier überall Nester raus. Aus jedem dieser Löcher. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Okay. Mason, guess you lived up to your family name. We're down to it. Right out of Mars in the process. Yeah, but you got the job done. We all do, Frank. Sorry about Carl. Thanks. Wir haben es geschafft! Jawohl! Aber da muss ich jetzt sagen, finde ich das Ende ziemlich lahm. Das ganze Spiel war über so voll actionreich und wow und alles. Aber jetzt ist das Ende so total lahm irgendwie. Vor allem, ich habe halt gedacht, diese Kara kommt am Ende nochmal wieder. Ja, gut, mein Gott, ist halt dann Dramapunkt. Aber trotzdem, also ein bisschen lahm das Ende, meiner Meinung nach. Ich bin noch am Überlegen. Ich werde das hier mal wegdrücken. Ich bin noch am Überlegen, ob ich Mr. Toots ist auch freigeschaltet. Cool. Ja. Und der Vollstrecker, eine intelligente Schnellfeuerwaffe. In jeder Kugel befindet sich ein Mikrochip, der sich zum Ziel lenkt. Oh. Geil, Alter. Ich guck mal. Neues Spiel plus starten mit allen Erweiterungsreihen der Waffen. Du startest ein neues Spiel. Alle Daten im aktuellen Autospielstand werden. Ja, machen wir mal. Wir spielen auf leicht, weil ich will jetzt nur kurz gucken. Und, nee, das hier überspringen wir jetzt natürlich. Ne? Hier. Und zwar bin ich noch am Überlegen, ob ich jetzt noch das Add-on spiele. Also jetzt nicht direkt jetzt in diesem Part, sondern ob ich das dann auch anfange zu Let's Playen. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, muss ich sagen, weil, ja. Benutze die Maus. Gott, das ist umgekehrt, Mann. Oh, nee, das geht ja gar nicht. Warum ist das jetzt umgekehrt? Steuerung. Steuerung gespiegelt. Bestimmt. Wer spielt so? Wer spielt denn bitte so? Okay. Geht nicht. Möchte er nicht. Ach so, ja, stimmt. Wir mussten ja immer so reinzoomen. Stimmt ja. Keep me posted, Sam.
Okay, wir haben jetzt aber nur den Hammer und das Gewehr. Ich dachte, wir haben jetzt direkt schon diese anderen beiden Waffen. Das ist ja doof. Wartet mal, ich guck mal bei Cheats. Gibt's das jetzt? Unbegrenzt Munition, freigeschaltete Waffen. Ah, guck mal an. Was sind das da für Punkte? Raketenwerfer, Lavasturm, geschützt. Barschrott. Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Ich muss mir Cheats kaufen? Ist doch voll der Schmodder. Schmodder vor allem. Voll der Schmodder. Hier gibt's aber direkt die Sachen. Ah, da ist Mr. Toots. Geil. Den nehmen wir mit und wir nehmen dieses Gewehr mit. Mr. Toots ist übrigens ein super süßes Pony, das einfach alles zersetzt. Also natürlich die Objekte, bei denen es möglich ist, aber ihr seht schon. Das ist so behindert. Das ist so krank. Guckt euch das an. Das zieht einfach eine komplette Linie hier durch. Und was ist das jetzt? Das ist wahrscheinlich erst cool, wenn Gegner da sind. Aber okay, ich gehe jetzt nochmal raus. Und zwar habe ich überlegt, ob ich hier nicht Heimsuchung... Müsste das sein? Nee, ist das gar nicht. Wie komme ich denn zum Add-on? Zerstörungsmodus, was ist das? Ach, das ist das, was es schon mal gab. Okay. Inhalte zum Herunterladen. Da, der Weg zum Krieg. In Bearbeitung, Lade... Ah, guckt euch das an. Jetzt sind wir schon da. Das möchte ich jetzt natürlich nicht spielen. Das ist so ein Add-on. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Jo, Leute, da melde ich mich noch mal kurz zu Wort. Und zwar habt ihr es vielleicht gesehen oder mitbekommen, wenn ihr das Video zuletzt bis zum Schluss geguckt habt, wie auch immer. Ich habe einfach so ganz instinktiv habe ich das Spiel ausgeschaltet. Einfach so. Und natürlich hört dann auch die DX-Story-Aufnahme auf. Ja. Was soll ich groß sagen? Also Red Faction ist ja jetzt vorbei. Das heißt, ihr werdet jetzt als nächstes Video dann direkt schon ein neues Projekt bekommen. Ich habe jetzt schon Alien vs. Predator komplett fertig. Das ist dann jetzt auch in Arbeit. Ne? Also das ist schon auch hochgeladen. Noch nicht komplett, aber zum größten Teil. Dann ist jetzt noch ein anderes Projekt, das nehme ich jetzt schon auf. Das kommt dann auch noch, das wird auch nicht so lange gehen. Und dann beginnt ja jetzt ab Donnerstag, also wir haben heute den 25. immer noch ab Donnerstag, das heißt in 2 Tagen, beginnt South Park für mich. Das heißt, sobald hier die Projekte vorbei sind, seht ihr dann South Park. Macht euch da keine Sorgen darüber, ihr habt da keine Wartezeit. Das läuft direkt im Anschluss. Das heißt, sobald dieser Part vorbei ist, am Tag da drauf kommt dann South Park beziehungsweise das andere Projekt. Ich weiß, ich bin noch nicht sicher, welches das wird, aber ich tendiere zu Family Guy, weil ich habe mir gedacht, machst du einfach mal so 2 Comic-Spiele, beziehungsweise so 2 der Spiele zu einer Serie oder zu Serien, die mir gut gefallen. Ja, ich hoffe, damit habt ihr kein Problem, beziehungsweise wenn doch, müsst ihr ja nicht gucken. Titanfall läuft natürlich weiter. Da kommt ja auch jeden Tag ein Video. Ich werde jetzt gleich nochmal Titanfall ein bisschen aufnehmen. Und ja, mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Projekt hat euch genauso viel beim Zugucken Spaß gemacht, wie es mir beim Spielen Spaß gemacht hat. Und wenn ja, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Einmal mal ein Like dalassen, ne? Kann man ja auch mal machen. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.